2018 haben wir uns nach langem Hin und Her einen Traum verwirklicht. Wir haben uns endlich ein Wohnmobil gekauft und ziemlich schnell unseren Hatchi gefunden. Oder er hat uns gefunden. Seitdem sind wir an Wochenenden und in den Ferien in Europa unterwegs. Wir, das sind meine Frau Konstanze, Josephine, Tillmann, Trudi und ich, Martin. Und 2019 ging es auf die erste größere Tour durch Slowenien. Was erwartet euch in diesem Video? Wir hatten 4 Stationen in Slowenien. Die ersten paar Tage verbrachten wir in Kemp Spik in den Julischen Alpen. Dann fuhren wir zum Kemp Sobic, wo es unter anderem zum Paragliding ging. Kemp Plana in der Karstgegend war für ein paar Tage der nächste Stopp. Von da aus unternahmen wir einige Ausflüge nach Ljubljana, in die Höhlen von Skočjan und zu Felsenburg Prejama. Die letzten Tage verbrachten wir im Südosten des Landes im Kemp Bella Krajina am Fluss Kolpa. Mit dem Ziel der ersten Station Kemp Spik starten wir in Stolberg. Insgesamt sind es rund 1000 Kilometer. Wir übernachten in Andex bei einem Freund, wie es dann am nächsten Tag durch Österreich weitergeht. Das Kemp Spik liegt direkt hinter dem Karawankentunnel. Na, wollen wir mal. Ja, wir sind soweit startklar. Wir haben jetzt 8 Uhr. Den Plan, dass wir in der Nacht fahren, den haben wir dann mal verworfen. Ja, 3 Wochen Slowenien warten auf uns. Wir sind gespannt und hoffen, dass alles gut geht. Die erste größere Fahrt. Ja, und da sind wir mal zuversichtlich. Papa, zeig mal Milch. Sing ich lege Musik. Wir sind gerade mal, wie lange fahren wir? Anderthalb Stunden sind wir erst gefahren. Ist also noch überhaupt nicht lange her, dass wir losgefahren sind. Also wir haben noch ganz Stück vor uns, aber alles wunderbar. So, erste Tagesetappe geschafft. Wir sind jetzt kurz vor Andex und haben, wie lange gebraucht? Über 9 Stunden haben wir gebraucht. Google Maps sagt ja 6 Stunden, also naja, so ein Drittel mehr muss man dann bei so einem Schreck wohl einrechnen. Aber auch viele Pausen gemacht. Ja, und Tillmann war zweimal auf Kacken, also das hat sehr lange gedauert. So, zweiter Fahrtag, auf geht's nach Slowenien, nach einer Übernachtung in Andex bei den Clemens. Ja, auf geht's zum Kemp Spik. Wir sollen um 3:30 ankommen, sind wir mal gespannt, wann wir da sind. Wetter ist auf jeden Fall traumhaft, so kann's bleiben. So, hier sind wir am ersten Campingplatz angelangt, im Kemp Spik, in den Julischen Alpen gelegen, direkt hinter der Grenze von Österreich-Slowenien. Ja, hier hat man einen wunderbaren, traumhaften Blick auf die Julischen Alpen hier, auf dieses Bergmassiv Spik. Deshalb wohl auch der Name hier des Campingplatzes. Und ich drehe mal hier eine Runde. Und alles erkannt? Wohl eher nicht. Aber egal. Also hier gibt es einen Supermarkt, hier gibt es eine Bar. Da hinten ist das Hotel, wo es nochmal ein Schwimmbad gibt mit Kinderbecken und so weiter. Also alles da. Prima hier. So, ich bin auf dem Weg zu den Matujek-Wasserfällen. Nach ein paar Minuten Fußweg muss man hier rüber. Wasser ist ziemlich kalt und ja, die Steine stören so ein bisschen, daher schön Badeschlappen mitnehmen. Ja, da geht's. Thank you.
wir sind bei dem kleinen Matsuyak-Wasserfall. So wenig lange, wie viel ist 20 Minuten zu Fuß. Und da oben müssten irgendwo noch größere Wasserfälle sein. Da gehen wir gleich mal hin. Hier jetzt einen größeren Wasserfall. Der Weg war etwas beschwerlicher, aber immer noch machbar. Und von dem kleineren Wasserfall auch noch 10 Minuten oder so, 15 Minuten. Alles gut. So, wir haben wieder alles eingepackt. Die ersten Tage hier in Slowenien im Camp Spik waren schon mal ganz gut. Wir freuen uns jetzt aufs Camp Sobec. Wir starten also am Camp Spik und fahren eine kleine Strecke, rund 40 Kilometer am Fluss Sava, ostwärts um den Triglav Nationalpark, bis wir in der Nähe von Bled am Camp Sobec ankommen. So, wir sind hier im Camp Sobec, wo wir ungefähr eine Woche bleiben. Wir haben hier so einen Superior River Platz gebucht, der auch tatsächlich hier direkt schön am Fluss liegt. Morgens fahren hier Raftingboote, Kajakboote lang. Das kann man hier ja direkt am Campingplatz buchen. Ansonsten liegt er ja auch hier recht schön unter Bäumen gelegen. Aber der ist halt echt auch mega groß. Also ich weiß nicht, wie viele hunderte Plätze der hat. Soll halt irgendwie der größte Campingplatz in ganz Slowenien sein. Aber dafür gibt es auch einen großen Badesee, großes Restaurant, Supermarkt. Es gibt abends so ein Animationsprogramm. Morgens ein Programm für Kinder. Aber auch irgendwie nur morgens, das finde ich ein bisschen doof. Minigolf kann man hier spielen, Tennis, Fußballplätze. Also alles da. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Tage so werden. Ah, wir sind am Badesee. Liegt auch traumhaft. Mit einer kleinen Strandbar dabei. In Kranjska-Gorja ist der Paragliding ja ins Wasser gefallen. Jetzt sitze ich hier und soll abgeholt werden. Mal gucken, ob der kommt, dass ich das nachholen kann. Schauen wir mal. Okay, wunderbar, kann losgehen. So, wir sind hier auf 1200 Metern. Sieht ganz fantastisch aus hier. Und gleich geht es 700 Meter runter auf 500 Meter. Und das ist unser Gleitschirm hier. Ich freue mich so wahnsinnig. Okay, I do so. Kann losgehen. Okay, are you ready? Yeah. 3, 2, 1, go. Yeah, perfect. Now we run a little bit. Okay, we fly. Okay.
voll gut. Okay. So, wieder am Boden. Sehr gut. Ist auch nicht schlecht, wieder festen Boden an den Füßen zu haben. Aber war schon gut. Hat Spaß gemacht. Von hier starten dann auch so ein paar Wanderwege. Nach Bled sind wir mal mit dem Fahrrad gefahren, es dauert eine halbe Stunde. Aber Bled ist halt auch schon ziemlich touristisch und ja, hat mir eigentlich nicht so gefallen. Obwohl es natürlich ganz schön liegt am See. Dann sind wir gestern nach Radovljica gelaufen. Das war ein ganz nettes Städtchen. Und da gibt es das beste Eis in ganz Slowenien, wie unser Paragliding-Pilot gesagt hat. Und war echt ganz gut. Wir haben uns entschlossen, ein bisschen eher hier abzudüsen vom Camp Sobec. Der Campingplatz war irgendwie nichts für uns. Der ist irgendwie zu groß, zu voll, zu viele Menschen, zu touristisch. Trotzdem irgendwie zu unpersönlich und zu anonym. Also uns hat es hier irgendwie nicht so gut gefallen. Die Kinder haben auch irgendwie die ganzen Angebote, die es hier gibt, irgendwie weniger genutzt. Die haben sich auch nicht so frei gefühlt. Rudi konnte nicht richtig rumlaufen. Also von daher fahren wir hier wieder ab und freuen uns jetzt auf das Camp Plana. Wir sind auf der dritten Etappe unserer Slowenienreise. Es geht vom Camp Sobec am Bleder See zum Camp Plana Bar 66, gerade an Ljubljana vorbeigefahren. Insgesamt sind es rund 100 Kilometer, also keine wirklich lange Fahrt. Unser Hetschi fährt jetzt gerade an Postojna vorbei mit den berühmten Höhlen und dann, schwupps, sind wir auch schon am Camp Plana. Von der Straße wirklich nicht zu übersehen, große Schilder weisen den Weg und ja, hier geht es dann die Auffahrt hoch und dann sind wir auch schon auf dem Campingplatz. Ja, im Vergleich zu unserem letzten Camp, dem Camp Sobec, ist das hier natürlich bedeutend kleiner und dadurch auch persönlicher und familiärer, was uns bedeutend besser gefällt. Das Ganze ist relativ jung hier, die sind jetzt im zweiten Jahr und entsprechend neu und modern sind zum Beispiel Sanitäranlagen oder das Haupthaus, wo auch die Bar mit drin ist. Man kann hier gut essen, es gibt ein wirklich gutes Restaurant hier und das Ganze liegt hier auch ziemlich schön. In dieser Grasgegend. Hier in der Mitte hat man so diesen Platz, wo die ganzen Wohnmobile sind. Es gibt einen recht großen Zeltplatz hier hinter den Gebäuden. Also sieht echt gut aus hier. Dann schauen wir uns mal ein paar Fotos an. Man kann also hier wunderbar wandern, aber wir wollten natürlich auch Tagesausflüge machen und der erste ging nach Ljubljana. Die Hauptstadt Sloweniens ist mit rund 285.000 Einwohnern das Zentrum des Landes. Besonders in die Altstadt muss man. Das Leben pulsiert hier, neben Touristen sind besonders viele junge Menschen unterwegs. Es gibt nette Geschäfte, viele Restaurants und Cafés, schöne Gassen und restaurierte alte Häuser und zig Brücken, die über den Fluss Ljubljanica führen. Man sieht in der Stadt viele Drachen, das Wappentier von Ljubljana. Die Hauptattraktion ist aber sicherlich die Burg, die ungefähr hier ist. Man kann entweder mit der Seilbahn hoch oder zu Fuß gehen. Wir haben einen der zwei Fußwege genommen, die sich beide lohnen. Die Burg selber hat nicht viel zu bieten, aber der Blick auf die Stadt ist recht schön. Wieder am Campingplatz angekommen, wurde der nächste Ausflug geplant. Es ging zu den Höhlen von Skotscheren.
Die Tropfsteinhöhlen bei Skocjan sind nach den Postojna-Höhlen vielleicht die bekanntesten in Slowenien. 1986 wurden sie von der UNESCO als Weltkultur- bzw. Weltnaturerbe anerkannt. Zum Eingang des Höhlensystems muss man etwa 15 Minuten laufen. Ein schöner Spaziergang noch im Warmen und noch in der Sonne. Kälter wird es, wenn man in die Höhlen eintaucht. 6 Kilometer sind die Gänge insgesamt lang, die auch von dem Fluss Reka im Laufe der Zeit geschaffen wurden. Schon beeindruckend sind die Stalaktiten und Stalagmiten. Filmen oder fotografieren durfte man natürlich nicht. Jetzt müsst ihr mir mal glauben, ein Besuch lohnt sich. Der nächste Ausflug führte uns dann zur Prejama Höhlenburg. Der Bau der Burg begann im 12. Jahrhundert. Bekanntester Burgherr war Raubritter Erasmus von Lück im 15. Jahrhundert, der mit Hilfe der Burg Belagerung erfolgreich überstand. Die heutige Burg stammt aus dem Jahre 1570. Sie eignet sich prima als Ausflugsziel. Man hat tolle Aussichten, das Innere der Burg ist gut aufbereitet und der Videoguide führt einen wirklich gut durch den Rundgang. Uns hat der Stopp am Camp Plana echt gut gefallen, auch weil einige Ausflugsziele gut erreichbar waren. Am nächsten Tag ging es dann auf zur letzten Etappe in das Camp Bella Kraina in den Südosten des Landes. Wir sind auf unserer vierten und letzten Tour unserer Slowenienreise 2019. Wir starten beim Camp Plana in der Nähe von Postojna. Unser Ziel ist das Camp Bella Kraina an der Kolpa im Südosten des Landes. Zunächst fahren wir Richtung Norden wieder an Ljubljana vorbei und dann geht's auf die A2 Richtung Novo Mesto. Insgesamt sind es rund 150 Kilometer. Das Land ist klein und die Strecken kurz. Unser Hatchi biegt jetzt Richtung Süden ab an Novo Mesto vorbei und nun sind wir angekommen am Camp Bella Kraina und Fluss Kolpa nahe der kroatischen Grenze. So, wir sind am letzten Campingplatz unserer Reise angelangt und zwar am Platz Bella Kraina an der Kolpa gelegen im Südosten des Landes. Und ja, der Platz gefällt uns hier am besten von denjenigen, wo wir waren. Also er liegt echt wunderschön hier am Fluss, in dem man gut schwimmen kann. Ja, man kann einiges hier unternehmen, wandern, Fahrrad fahren. Man kann Kajaks ausleihen hier oder diese Stand-Up-Paddling-Dinger. Es gibt ein wirklich gutes Restaurant hier und ja, relativ wenig Touristen. Diejenigen, die Urlaub machen, sind ja, zumeist Slowenen und das ist ja im Grunde auch immer ein ganz gutes Zeichen. Also ja, uns gefällt es hier ganz gut. Dann hier mal ein paar Fotos. Die Kolpa ist der längste und zugleich wärmste Fluss Sloweniens. Man kann im Sommer also wunderbar reingehen, nur Wasserschuhe sollte man anhaben. Der Boden ist verdammt algig und es führt barfuß zu einer ziemlichen Rutschpartie. Trudi war es egal, sie war in ihrem Element. Nicht nur schwimmen konnte man, auch Kajaks oder Stand-Up-Paddling-Boards können ausgeliehen werden. Auf den Wiesen kann man im Schatten oder in der Sonne abhängen und das wirklich gute Restaurant ist am Platz. Wenn man will, muss man sich nicht wirklich viel bewegen. Man kann sich aber bewegen. Auf dem Platz gibt es ein Volleyballfeld, eine Minigolfanlage und einen Hochseilgarten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Radfahren und Wandern kann man natürlich auch. Wir haben die Zeit wirklich genossen und können das Camp Bella Kraina nur empfehlen. Also wenn ihr mal in der Ecke seid, schaut mal vorbei. Das war's mit unserer Slowenien-Tour. Auf www.ansichtssachen.net sind alle Touren nochmal beschrieben. Wenn das Video dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da oder abonniere meinen Kanal. Slowenien ist auf jeden Fall eine Reise wert. Euch eine gute Zeit und allzeit gute Fahrt. Bis dahin, tschö!